Moin Moin, liebe Supersuchtis, und ja, lange hat's gedauert, jetzt melde ich mich mal wieder zu Bord in einem Gears of War 3 Live Commentary im Modus One Shot, One Kill. Und wir werden mal sehen, was uns das Glück hier so holt ist, weil die letzte Zeit, wo ich hier gespielt habe, das war, nicht so meine Welt, ne? Leute, die ja die ganze Zeit verprügeln wollen, ununterbrochenes Geschlag und Rauchgranaten antaggen und, dann kommen solche Nachrichten, ja, ey, das ist Gears, ne, da muss ich mit abfinden, ne. Ja, das ist Gears, damit muss ich mich abfinden, genau. Oder ist das der Spieler, der Gears spielt, der mächtig Homo im Kopf da war? Naja, wir wollen seinen Namen mal nicht veröffentlichen, aber das war schon so eine humoröse Situation zwei Spiele zuvor für mich, also. Naja. Auf jeden Fall, ich bedanke mich schon mal bei den Leuten, die geliked und kommentiert und keine Ahnung, favoritisiert und keine Ahnung was haben mit den Gears of War 3 Random Clips mit Area 4. Waren jetzt nicht so unsere über Clips oder so, aber ich hatte jetzt selbst keine Lust, groß viel aufzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte noch ein paar über von Montage und so, also es war schon jetzt nicht das Schlechteste vom Schlechtesten, aber auch nicht das Beste vom Besten. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, es werden auf jeden Fall noch weitere Projekte mit 4 Folgen so, also wir hatten das schon mal überlegt, so ein bisschen. Hatte da mal mit der Party schon mit ihm ein bisschen gequatscht, so. Haben wir gesagt, können wir auf jeden Fall mal ein Duel-Com machen. Er wird jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen eingeschnappt sein und sagen, hey, ich wollte schon eins mit dir machen, warum hast du jetzt nicht auf mich gewartet, so. Aber es war jetzt gerade so, keine Ahnung, niemand war da, Eddie ist auch weggegangen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt haust du schnell eins raus, so, und regst dich ein bisschen auf oder, keine Ahnung. Bringst einfach mal wieder was auf den Markt, weil letzter Zeit nicht viel von mir gekommen ist oder so gut wie gar nichts, da ich, kein Headset hatte mehr zum Commentary reißen und so, weil das hat sich so total, ja, wie soll ich sagen, es hat sich mehr rauschemäßig angehört, anstatt so wie normaler Sound vom Headset war. Dann hatte ich mir ein neues gekauft, das war der totale Abfuck, gleich nochmal darauf hinaus, das hat 99 Euro gekostet, war von Turtle Beach und war total scheiße. Das habe ich dann gleich wieder zurückgegeben, habe gesagt, ey, ihr seid doch bescheuert. Und dann hatte ich jetzt nochmal neu nachbestellt, hatte ich dann gleich ein bisschen mehr ausgegeben, habe mir ein Astro geholt gehabt, aber war auch schon ein bisschen länger, glaube ich, mein Gedanke mal dahin umzusteigen und bin davon eigentlich, ja, recht, begeistert, muss ich mal sagen. Die Qualität ist echt gut und so, kann man nichts gegen sagen. Ja, ist Bombe das Teil einfach, aber was will man für den Preis eines Astro schon erwarten? Also jetzt laufen wir hinten rum. Ich hoffe, irgendjemand ist mal nicht aufmerksam und da war der erste schon nicht aufmerksam. Komm, der zweite hat es immer noch nicht gemerkt. Bam! Double! Come on, Trooper! Okay, Drape! Ja, damit hatte ich doch nie gerechnet jetzt. Live Commentary Clip. Mein Quad haben sie mir geklaut, den hätte ich bestimmt auch noch einen B-Fire gehabt, den Double B-Fire gehabt noch. Einen krieg ich noch. 4 Leute und alle lungern so da rum wie die Arschgeier. Kann ja auch gut ab sowas. Auf jeden Fall, ich habe mir mit 4 mal da so ein bisschen braten und das war dann halt auch mal ein bisschen was zusammen machen, weil, ja, keine Ahnung, ich habe nicht so viele Leute, mit denen ich immer aufnehme und, oh, was für ein Lag, geh weg. Was für ein Lag, da musste ich ihn ja für den Lag schon schlagen. Also. Ey, come on, noch einer? Wo kommt denn alle her? Spocky beam me up oder what? What the? Was soll das denn jetzt gewesen sein? Der Hey, come on, dude. Pick me up, nerd. Naja, wir sind gestorben. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. ich hatte halt schon mit ihm ein bisschen Quatsch, was man mal so machen könnte, so, um jetzt so auf jeden Fall ein bisschen mal in Kontakt zu bleiben und irgendwie was so, ja, keine Ahnung, Gears-Player-mäßig aufzubauen bei uns. Und ich hatte schon mal so auf jeden Fall vorgeschlagen, habt Dual Superman-Clip so. Also only Superman Clips nehmen dafür und dann halt so auch wie die Random Clips aufzubauen quasi, aber nur mit ihm und mir Superman Clips. Das wäre doch auf jeden Fall auch mal eine nice Geschichte, habe ich mir gedacht. Dann müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen, ob er das diesmal schneidet, weil die Random Clips hatte ich geschnitten, das könnte er ja diesmal dann machen. Dann gucken wir mal,
Random Clips machen wir auf jeden Fall noch ein paar so zusammen, haben wir gesagt, so könnte man so irgendwie, keine Ahnung, was Monatliches draus reißen bestimmt. Und ey, da, vorbildliches Bild. Drei Leute, zwei punchen dich, der eine klatscht dir noch einen Rauch an. Skill ist das, der neue Skill. Ja, da hat man schon gesagt, Dual Comps könnte man machen, Commentaries mal zu zweit, so. Wie ich schon gesagt habe, da wird bestimmt auf jeden Fall eins folgen, weil ich hatte ihn dazu angestachelt mal, dass er dann auch mal irgendwie, ja, keine Ahnung, hinter seinen Clips hervorkommt und dann auch mal irgendwie ans Volk tritt und mal ein bisschen was erzählt. Weil sonst ist das immer ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Ich finde das immer nicht so cool, wenn du nur Clips hast und dann nie den Typen da hörst oder siehst oder keine Ahnung, was du irgendwie mit dem interagieren kannst. Du kannst ja mit dem überhaupt nicht identifizieren. Könnte ja auch ein Mädchen sein, was das spielt gerade, wisst ihr? Nur ich weiß ja, dass er ein Typ hier ist jetzt. Auf jeden Fall, Battlefield hatten wir auch gesagt, kommt auf jeden Fall auch noch was, weil da muss ich auf jeden Fall jetzt rein. Jetzt demnächst kommt Armored Kill, da bin ich schon mega drauf gespannt drauf, diese ganze Scheiße da. Riesige Maps, Fahrzeuge, Battlen. Ich dachte eigentlich, Close Quarters wäre so mein Ding. Das war es doch eine ganze Zeit lang, muss ich sagen. Es hat übel Spaß gemacht, aber irgendwie kotzt es mich jetzt tierisch an. Und deswegen freue ich mich extrem drauf, dass da jetzt ein neuer Mode rauskommt mal. Und komm mal an Balltalk. Er Balltalkt schon. Oh, schade. Come on. Ey, er sniped mir in den Rücken. Und trifft nicht meinen Kopf. Oh! Zurückspulen, angucken, sagen, wo meine Kugel und seine Kugel hingegangen ist. Also ich hätte ihn mit Blindfire gehabt. Ah! Gib mir Kugeln! Ich muss euch alle umbringen! Auf jeden Fall mit 4 werde ich jetzt noch eine ordentliche Sache machen. Ich werde die Random Clips hier auch nochmal reinknallen oben. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich es auf jeden Fall angucken. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das reinzuziehen. Seinen Channel werde ich auch nochmal irgendwo hier reinlinken, so, damit ihr ihn abonnieren könnt, weil da wird jetzt ja auf einiges, denke ich mal, die nächsten Wochen, Monate folgen von mir und ihm. Es wird auf jeden Fall eine spaßige Geschichte, sag ich euch. Oh, und jetzt irgendwie fehlt mir noch was fürs Commentary, mindestens einmal sterben und noch ein Kill. Ja, der, wie wär's mit dem letzten Blindfire? Da hätte ich auch mal irgendwie wieder Bock drauf. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt, den letzten V-Fire. Ne, Superman, ich hatte erst, glaube ich, jetzt diesen scheiß Gameplay, nicht diesen Gameplay, sondern diesen Game-Type hatte ich erst einen Blindfire Superman, die anderen waren dann diese Roll-Oscar-Mike-Dinger. Come on! Guck mal, wie sie da stehen. Zu dritt Arsgeiern. Er puncht mich! Hey, was für ein Faggot ist er denn? Guck mal hier, da, ey, immer noch! Punch selbst auf Kohlweiler ein. der rote Button ist bei ihm bestimmt schon durchgefickt, so. Aber echt, das geht ja nicht. Dieser Modus, da kannst du eine Stunde spielen, kannst dich aber auch schon richtig aufregen. Jetzt krieg ich erstmal einen Headshot, pass auf. Oh, ich hab's nochmal. Da waren aber zwei. Also den ersten hatte ich ja schon mal gesehen. Einen muss ich noch haben. Yeah, ich wurde vom größten Faggot des Spiels geraped, Mann. Ah! So eine Scheiße. Scheiße. Einer noch, ey. Ich schwöre dir, an dir kotze ich meinen ganzen Frust jetzt raus. Wo ist der Huren? Hinten war er. Oder? Habe ich mich jetzt total verguckt? Das war meiner. Jetzt komm, Alter. Ich push dich jetzt einfach. Boah, was schon wieder für ein Lag, ey. Und Lag. Come on, Alter. Come on. Blindfire, Superman, Roadshot, whatever. Ich krieg dich. 48 Sekunden. Ich kotze meinen Frust raus und... I'm done. I'm fucking done. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Final. Ich fick dich weg, Schuss, so. Und es war kein Superman, es war wieder so ein Roll-Oscar-Mike-Geschichte, scheiße. Okay, ich verlinke nochmal alles hier irgendwo drin im Bild und ich danke fürs Zusehen und ja, wartet auf weitere Videos von mir 4 oder von mir alleine und ja, ich würde sagen, bis dann, so.